Tiefschlag erlernen. Nice. So, Leute. Dann wünsche ich mir Glück, ne? Boah, Digga, ich werde hier sowas von fangen, ey, und mein Team reinpacken. Das so geil, dass die Endentwicklung einfach Pflanze Unlicht hat, ne? Gegen die ganzen Entorons und Fleckmons und Agilusas hier, die dann Psychoklinge oder irgendwelche Psychoattacken einsetzen wollen, einfach keine Wirkung. So, minus 1. Robotreher. Okay, wir sind jetzt plus 1 Attack und Init. Er ist trotzdem noch schneller als wir. Okay, wir two-shotten den, wir two-shotten den, wir two-shotten den, wir two-shotten den, wir two-shotten den. Er kann bloß Turbo-Trail machen, alles andere ist nicht effektiv. Gönnung pur. Okay, dauert jetzt ab. Oh Gott sei Dank, ey Leute. Ich hab grad so Kackstift, ne? Gardos, ey. Tja. Easy Mode, ne? Ja, aber das ist halt immer so, ne? Das würde uns auch so gehen, wenn wir in der Nuzlocke einen Gardos hätten, ne? Wäre das halt Easy Mode mit Bedroher. Springt hier rum. Nix. Gutes Spiel. Sie wollen dich einfach verarschen. Ja, du, der kann keine Steinkante, das ist das Gute. Super Saiyajin. Hauptsache, es steht mit Rüssel im Sand, ey. Das ist wieder mal richtig geil von Game Freak. Sind wir Drachen tanzen erstmal nochmal? Tanzen sie. Wobei, ist eigentlich, glaube ich, unnötig, oder? Finde ich. Gerade weil. Find ich, weil ja. Weil, gerade weil das Habanero-Dingens da mit. Ja, auch noch mit drauf. Ja, gut. Ne, macht schon Schaden. Ich will so schnell möglich Stauung kriegen irgendwie. Geschreckt. Perfekt. Oh, wir kriegen es down. Unsere Nuzlocke ist noch nicht vorbei. Oh mein Gott. Noch nicht. Ja, das Problem ist halt jetzt wirklich, selbst wenn du noch Routen ausgelassen hast, du hast halt keine Encounter mehr, die dir gehorchen, ne? Dann. Ja, ich habe halt Routen ausgelassen, extra deswegen. Ja, aber die helfen dir jetzt auch nicht. Nein, ich brauche jetzt 3 Encounter aus Raids, die gut sind. Das ist jetzt wichtig. Ich brauche jetzt 3 gute Raid-Encounter. Oh, Dratini entwickelt sich.
Ja gut, aber die kannst du jetzt da speziell auf das letzte Vieh anpassen. Elektro habe ich ja. Ich brauche jetzt irgendwas Fee- oder Drachenmäßiges. Im besten Fall was Feemäßiges. Ja. Am besten wäre Soll jetzt nicht Rassler oder Selimbrim. nein. Oder es wäre am besten wäre etwas vielleicht so in Richtung vom Typ Pflanze, was dann in der Terrakristallisierung den Feentyp annimmt. Oder ein Elektro-Pokémon, was dann den Feentyp annimmt. Ich muss jetzt eigentlich fliegen können, ne, mit dem Ding. Ich weiß nicht, was ich erwarte. Das ist jetzt eigentlich interessant, was da kommt, weil das fehlt mir dann ja noch, nachdem ich, wenn ich dann das hier dann gemacht habe. Ey, Digga, das ist doch nicht wahr. Ey, zwei Hydro-Pumpen gegen mich und beide treffen. Das riecht nach Cheaten. Ein Kalmar mit Terrakristallisierung. Okay, gucken wir mal, welches Level du bist und ob ich dich haben will. Welcher Typ bist du? Eis. Mal mit Eis. Aber ich weiß auch, was jetzt passiert, wenn du das ist meins klickst. Dann musst du so lange bist du dann in dem Menü gefangen, bis du das dann anklickst. Ja, hier gibt's dir. Also eigentlich hast du keine Wahl. Du hast nie eine Wahl. Wie viel der Nachthieb macht, weil One-Shotten werde ich dich eh nicht. Ich werde aber einfach hier so durchfetzen, jetzt wenn ich hier den Drachentäuschung gemacht habe. Meine Mons sind auf, warte mal, Level 44, also die, die ich nutzen kann. 44, 36, 37, 37, 34. Und ich habe gerade mal vier Orden. Okay. Die nächsten werde ich einfach so durchfetzen. Lucario nimmt den Normal-Arena-Leiter auseinander. Hier mein Unlicht-Ding, die Psychotante. Lucario die Eistante. Und Gengar die Geist-Puse. Ich habe Gleiten gelernt. Ja, sehr gut. Dann ist Drachenherrscher klettern. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Aber in diesem Sinne gehe ich jetzt duschen. Ein gutes Geh Nächtele wünsche ich duschen. dir. Schlafen Sie gut. Träumen Sie was Schönes. Ja, träum von mir, dann träumst du immer gut. Ja. Ja. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Ja. So. 3 Raid Encounter haben wir. 3.
Welche im besten Fall Typ B sein sollten. Das ist Psycho, hier ist Fee. Hier ist Fee. Ich flieg mal hier hin. Gott sei Dank haben wir nicht komplett verkackt, ey. Gott sei Dank. Lilmenip mit Typ Fee. Ja, nun geht es ja um den letzten Kampf gegen den letzten Herrscher. Das ist ja irgendwie zweigeteilt und der erste braucht Pflanze und der andere braucht Fee. Und ich habe aber kein Feen-Pokémon. Das heißt, im besten Fall brauche ich ein Pokémon, was Terra-kristallisiert zur Fee wird. Oder irgendwie sowas. Weißt du?
Eingerutscht, hoppala. Oh, schade. Die Zone 4 haben wir schon versucht, was zu fangen. Hier muss man echt aufpassen, ey. Zapperdin Level 41, das tut selbst gar aus weh. Mein Gott, lass mich doch flüchten, Alter. Danke. Molliv mit Terra-Typ Feuer. Na, ich weiß ja nicht, du.
Nachtara, Popitar. Hundemon. Knarksel. Das Problem ist zwischen Open Worlds einfach, dass es meistens viel zu groß ist. Wie komme ich jetzt dahin? Oh nee.
Wie komme ich jetzt da raus? Das ist die große Preisfrage. Boah, nee. Später.